Hey Leute, gestern war ja die Indie World Showcase, eine kleine Mini Nintendo Direct, die sehr spontan angekündigt wurde. Und wie immer habe ich mir das Ganze natürlich auch gemeinsam mit meinem Chat live im Stream angesehen und dachte, weil das die letzten Male so gut funktioniert hat, machen wir es erneut so, dass ich hier diese Reaction so ein bisschen zusammengeschnitten euch dann präsentiere. Dadurch, dass es in den 20 Minuten nur sehr wenige Spiele waren, habe ich alle danach noch einmal kurz kommentiert. Das heißt, anstatt eine Zusammenfassung am Ende dieser Reaction reinzuschneiden, werde ich einfach meine kurzen Meinungen noch einmal am Ende zusammenfügen. Genauso gilt das für die paar exklusiven Spiele, die nur auf der japanischen Direct gezeigt wurden. Falls ihr einfach nur einen bestimmten Teil davon sehen wollt, ich habe natürlich wieder Timestamps gelegt. Das heißt, ihr könnt gerne zu der Live-Reaction oder nochmal zu der Besprechung oder den japanischen Spielen übergehen. Und natürlich würden mich wie immer die Kommentare von euch zu den einzelnen Titeln interessieren, aber ansonsten, let's go. Slicksong, ja, das war. Nein, keinen YouTube-Chat. Gibt es irgendetwas Garstiges auf diesem Planeten als ein YouTube-Chat? Irgendetwas, was so eine immense Toxic Landfill ist wie ein YouTube-Chat? Habe ich das Silksong gehört? Ja, es wurde ja jetzt in, was war das, Korea und in Korea und Australien war es, glaube ich. Da wurde es geratet und es würde ja schon Sinn ergeben, wenn wir das nächste Mal von dem Spiel auf einem Indie-Event, auf einer Indie-Direct von Nintendo hören würden. Ich meine, da wurde es ja ursprünglich auch angekündigt, ne? Auf einem vor 200 Jahren. Vor allem, ich bin ja nicht mal der große Hollow Knight-Fan. So, für mich ist das Spiel vollkommen okay. Hollow Knight 7 out of 10. Aber ich bin sehr gespannt auf einen Nachfolger, gerade weil sie jetzt so lange an dem Kram geschliffen haben. Das heißt, es könnten auch, wenn es ein Spiel ist, das meine größten Kritikpunkte beseitigt, dann wäre ich natürlich auch voll dabei. Also da habe ich schon Interesse dran. Das, was sie ja alleine aus dem ersten Trailer in dem neuen Moveset gezeigt haben, ist super cool. Wenn sie sich jetzt eben auch die Zeit gelassen haben, dann könnte es auch endlich mal dafür gereicht haben, dass Level-Design ein bisschen interessanter zu gestalten, dass es mehr gibt als nur Ecken und Kanten. Ich meine, das ist ja etwas, was dem ursprünglichen Spiel geholfen hat, dass es in der Geometrie so simpel war, hat dem Team verholfen, wesentlich mehr Level schneller zu erstellen. Auf der anderen Seite hätte das Spiel für mich, glaube ich, profitiert, wenn es weniger Spiel gewesen wäre. Aber da bin ich mal sehr drauf gespannt. Keine Ahnung, ob es jetzt gezeigt wird. Ich fände es auch wieder, ich bin nicht so investiert da drin. Deswegen fände ich es auch irgendwo wieder lustig, wenn es nicht erscheint und ich dann anschließend auf Twitter den ganzen Meltdown sehen kann. So alle Leute, alle Shitposter schon ihre zwei Ordner parat. Memes for when Silksong is announced. Memes for when Silksong isn't announced. Ich meine, ich finde es ja zumindest cool, dass man sagt, hey, das ist Indie-World, das ist so Indie-Direct, da brauchen Leute jetzt nicht hingehen, irgendwie das nächste 3D-Mario erwarten und dann, warum wurde das nicht angekündigt? Weißt du, Nintendo, fallen off, oh, it's so over. Das ist eigentlich immer eine ganz gute Möglichkeit, das so zu trennen, dass du dann sagst, hey, das ist unsere Nintendo Direct und das ist irgendwie unser Indie-Event. Oder wenn sie auch schon sagen, hey, das ist eine Direct, die auf alle Spiele eingehen, die in den nächsten 3 Monaten oder so erscheinen, 3 oder 4 Monaten. Weil ich glaube, ich habe keine Ahnung, ob es noch eine bis zu der nächsten richtig großen geben wird. Also mit der nächsten richtig großen meine ich dann auch die Ankündigung der nächsten, also die offizielle Ankündigung der nächsten Konsole. Das hängt auch, denke ich mal, davon ab, für wann sie das Ganze planen, weil wir haben jetzt noch bis einschließlich Juni, glaube ich, Releases, ne? Im Mai kommt Endless Ocean und im Juni kommen Paper Mario 2 Remake und Luigi's Mansion 2 HD. Und ich glaube, das sind die letzten Nintendo Switch-Titel, die bisher angekündigt sind bis Juni. Das heißt, im Juli sind wir noch relativ offen. Also, aber es kann natürlich sein, dass warten sie dann bis Juni, bis zu ihrem Sommer-Event und kündigen auch da erst Sachen für den Juli an, kann auch sein. Müssen wir mal sehen. Weil wir warten, es fehlen ja auch immer noch gewisse Ports, von denen wir eigentlich so ungefähr wissen, dass die fertig sind im Hintergrund. Ne? Dass noch ein Wind Waker-Port eigentlich irgendwann mal kommen sollte, beziehungsweise auch ein Port von Twilight Princess HD. So, da ist noch viel drauf. Thank you. Jetzt vielen Dank für das Abo, aber jetzt geht's los, Baby. Alles Glühbirnen-Team heute. Nur glühende Birnen-Spiele. And welcome to Indie World.
Amber. And I'm Tyler. We're back with more indie games coming to the Nintendo Switch system. All right, let's get... what was that? Oh, I'm just prepping for our first segment. Uh-huh. Well then, let's get going. Hey, Micah. You ready to get started? Yep. Pip's here. Hello. Pip, you have a filter on. Okay. What? Oh. I don't think anybody's going to notice. Let's go. Hi, I'm Matt, director and lead developer on Little Kitty Big City. I'm Micah, the animator. And I'm Pip, the narrative designer. Little Kitty Big City is a game about exploring a weird and wonderful neighborhood as a little cat. The game idea originated when I was teaching my kids how to code. And it's grown a lot since teaching then. My kids how to code. But the core is still the same. It's a game about being a little cat. A little cat in a world filled with exciting distractions. Made by people who love distractions and cats. We hope you love Kitty as much as we do. Ich hoffe, es ist spielerisch besser als Stray. Yeah, and I think I've worked out the filter thing. Look! Not again. You're a curious little kitty in a big city. You were taking a nap in your favorite Alter, spot. Den Blumenregler aber auch auf 12 gestellt. Talk about a near catastrophe. In this adorable adventure, you'll navigate a vibrant city to find your way home. And there's plenty to do along the way. Like? Check your to-do list. Shitting and Some pissing. Some of the city's animals have found themselves in hairy situations. And you can lend a helping hand. Paw. Maybe one of them wants something shiny. Another might be stuck in a pipe. There are also cat achievements to complete. Get petted by humans, knock things over, you know, fuck yeah. Normal cat stuff. Oh, we didn't mention kitty customization. Collect and wear over 40 pretty nifty hats, like a ladybug, a shark, and even a bunny. I fucking love it. You can also perform emotes whenever you want. Oh, that's Ooh, big stretch. It's a great way to look cute while stirring up some mischief. Okay, goatee. Get ready to dig your claws in. Ich kann, when Little ich kann Leute Big zum Stolpern City bringen. Pounces onto Nintendo Switch May 9th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Da habe ich Bock drauf. Warte, war das nicht das Spiel, was auf dem AAA-Ding gezeigt wurde? Like you're meant for something. Der Jet Set Radio Plattform oder war das hier wieder was anderes? That's been kind of my deal nee, das since ist forever. No. But now? Warum kriege ich gerade Mighty No. 9 Vibes? Something's changed. You're something powerful. Ah, deswegen. Ready to break out? Ah, deswegen way forward. Oh no. Kotek needs to be stopped. And I'm the one who can do it. Probably. Hey there! Emi Kimura here, aka oh my God, this, Young. If you want to use my handle, which you totally should, join me on a high-stakes sci-fi action adventure in Yars Rising, the newest game from WayForward and Atari. What started as your typical hacker-for-hire gig spirals into a weird intergalactic conspiracy involving Charakterdesign super cute. Help me run, jump, hack, and blast my way into unlocking the mystery aber way forward is halt Yars Rising. Launching on the Nintendo Switch. Das ist so hit and miss. Da ist so eins von 10 Spielen richtig gut. Und der Rest ist mit bis kacke. A journey of self-discovery awaits in this exploration-based adventure. Take on the role of an android, the creation of a doctor who has since passed away. Mit dem Every action you take, mit dem Schlüssel the decision hinten, you make so ein bisschen, during your journey, bisschen wie dieser Roboter Nichido. A little more about who you are. And there are no right or wrong choices. Travel to places from your memories. Interact with other characters. And gradually piece nice. Together the future the Doctor envisioned for you. At the end of your journey, your personality type will be revealed. Loading myself with up with shitpost. 23 personality types to discover, you can make different choices in each playthrough and see where they lead you. Will you end up as a proactive leader? What about a wise sage? Or even a strong-willed samurai? And if you're curious about the personality types of other players, you can share your results with each other and compare your choices. Ich wünsche, die Announcer werden nicht so cringy. Das ist teilweise auch der richtige Vibe manchmal.
Das ist so eine harte Grenze, die du treffen musst. Find out who you are in Refined Self, the personality test game. Personality test game. Ich dachte, das wäre Shattered Memories gewesen. This summer. Hi everyone, we're Spell Garden Games, the developers of Sticky Business. We drew our inspirations from the small businesses and creators we saw popping up on social media. Hunt. It's been so inspiring to see all those fantastic artists create cute stickers, assemble beautiful packages and learn about their customers' whole stories. Der Hund sieht so done aus. So, we wanted to make a game where you can experience exactly that for yourself. It was supposed to be just a short project, just a few weeks, but then so many people liked the concept that we kept working on it. We're excited for you to play on Nintendo Switch. I'm glad we're sticking around for the cozy sim, Sticky Business. Der Hund sieht aus, als hätte er gerade noch was geraucht. So let your imagination run wild as you create stickers and ship them off to customers. Ich fand das ganz cute von der Art und Weise, wie du die Sticker basteln kannst. Aber der spielerische Teil war Boba, Ice Cream, so was so den Management Aspekt davon betrifft. Das war also du musstest richtig mögen, Sticker zu machen. So combine whatever elements and effects you want to design your artistic adhesives. But no shop is complete without its customers. Each one will ask for different stickers, and by fulfilling their requests, not only will you impress your customers, from a music teacher striving to motivate her students, to a dad Devoid of Challenge, wirklich. Plus, the Plan With Me paid DLC adds 10 more customer stories and over 100 sticker elements. So, das ist ziemlich vibes-based. Washi tape. Und mit mir hat es mich so sehr gevibed. Get ready to build the cutest shop ever. In Sticky Business, both the game and DLC launch as time console exclusives on Nintendo in Word Art Switch later today. A bundle of the game and DLC will also be available later today. Ist das eine volle GV-Video? Calming or mysterious journeys, we've got you covered with this trio of upcoming indie games. Check them out. Oh, Wario-like, let's go. I'm gonna find out who did this and blast him into teeny tiny little pieces. Have a blast in Anton Blast. The devil himself stole your Fry Spirit Collection and you're on a rampage to get it back. Wield the mighty hammer as Dynamite Anton. Das sieht so geil aus. Mehr Wario-likes bitte. Ich hoffe, Pizza Tower kriegt nochmal einen Konsolen-Release. Wacky worlds to waste and beat up fuck yeah. Smash up levels like concrete jungles and slimy sewers to alter their paths. Das sieht einfach echt aus wie so ein GBA-Spiel, so ein 12 von 10 GBA-Spiel, einfach in den Hyperdrive geschaltet. So you've got to rush back to the beginning before everything explodes. Get ready for a destructively good time. Ich liebe die ganzen Farben, die benutzt werden. Console exclusive on the Nintendo Switch system, November 12. Hat auch so ein bisschen was von dem Cartoon Design von so 90s. So 90s Nickelodeon Cartoon Network Sachen. First person adventure awaits in Valley Peaks. As the new technician, das kannibalisiert sich, die Pizza Tower ist letztes Jahr rausgekommen. And even use your tongue to scale wir können auch, wir können mehr Wario-Likes vertragen. Radio towers so the locals can happily reconnect with the world. But with boulders, spikes and other hazards in fuck your yeah. way, gib mir mehr Kletterspiele. Won't be easy. If you need a hiking hiatus, there's still plenty to do. Chat with the froggy oh fuck yeah, jetzt kann ich meine ganzen Boulder-Fähigkeiten ins Spiel übertragen. Fill out stamp cards for equipment da kletter ich auch immer mit meiner Zunge. Climbing easier. Or kick back and relax with minigames. Ich finde diesen Filter total geil. Also auch diese sehr pastellartigen Farben. Ist das der richtige Begriff dafür? Ein neues Vibe-Spiel. Alter, Yearwalk bin ich immer noch so pissed. Yearwalk bin ich immer noch so fucking pissed mit seinen unnötigen 2-3 Jumpscares, die das hatte. Device 6 habe ich nicht gespielt. Das ist halt wirklich so ein reines auf Mobile ausgelegtes Spiel gewesen, was sehr viel mit Sound arbeitet. Xenara Wild Hearts war ein guter OST, schlechtes Rhythm-Spiel.
Aber das sieht echt super aus. Das war auf einem Vorring-Event letztes Jahr schon mal angekündigt worden. Da habe ich auch schon gesagt, das sieht sehr Björncore aus. So mehr Suda-Likes, bitte. Ja, The Laser Eyes. Ich habe noch lange nicht genug von Spielen, die so aussehen. Europa. 6 years or so ago, I started working on the game in my spare time. And since then, it blossomed. Oh ja, da hatte ich auf Twitter gerade eben ein paar Posts zugesehen. It all started with the idea of using watercolor art style to evoke peaceful and zen vibes. I wanted the vibes to are immaculate. A meditative experience and to tell a beautiful story through ja, Laser Eye ist auch ein guter Name. To put the player in a state das ist wie Kill Knight. I really hope you enjoy the world that we are creating here. And das ist I so ein simpler, dummer Name, dass Thank du ihn so leicht much. Behalten kannst. Some say that humans brought Alter, wir sind wieder zurück in der Blumen-Ära. If you ask me, all we did was unlock the life that was. Das sieht aber, weißt du, das sieht so aus, wie Pokémon-Titel aussehen sollten. Das ist so wie Schwert und Schild hätte aussehen sollen. We're trying to build something better. Das ist ein Indie-Titel. Alter, Game Freak in shambles. That is why I'm sending you. Ich finde den Main Character, das Design aber nur ziemlich langweilig. Also der Körper mit dem hier dieser Naruto-San-Typ, der Sand-Typ, das was er auf dem Rücken hat, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Das ist eigentlich ganz cool, aber sein Gesicht sieht so ultra generisch aus. Kommt halt sehr darauf an, wie physics-based das Movement ist, bei dem Herumfliegen. Whatever you turn out to be, whoever you choose to become, it's your world now. Also das muss man, glaube ich, auf jeden Fall mal in den Händen halten. Ich hoffe, es ist nicht zu langsam. Boah, ohne Scheiß, wenn ich die Fresse von dem Typen ansehe, da vergeht mir die Lust. Der Rest davon super gut, ja. The Teenage Mutant Ninja Turtles are back on Nintendo Switch. In their very first radical roguelike adventure, Raphael, Donatello, and Michelangelo. Ja, das habe ich gebraucht. Genau. Genau, gib mir ein TMNT roguelike. Ja, exakt. You'll fend off the totally bogus. Boah, more like mid-like. Enhancing your abilities with power-ups. But no two runs oh, wir haben versucht, ein noch schlechteres TMNT-Spiel als das von Platinum Games zu erschaffen. The four turtles each have their signature weapons and awesome abilities. Boah, Alter, ich hab schon keinen Bock mehr. Fucking Damage Numbers, das sieht so generisch aus und dann ist es auch noch ein Roguelike. So. Das sieht aus wie ein Xbox 360-Spiel, not in a good time. Das sieht auch aus wie ein Titel, der von WayForward sein könnte. Because these powers reset when run ends. More customization options. Sorry, da bin ich ein Kauerboomer. Gib mir bei TMNT Side-Scrolling Platformer. Oder halt ein richtiges 3D-Action-Game. Also da spiele ich ja das Lizenzding von 2006 lieber. Das TMNT-Ding. Enjoy exploring iconic locations solo or jump online with up to 3 Boah, nee, das sieht so unfassbar langweilig aus. Your team of turtles can drop in and out whenever they want. Making for a no-press play. Das ist TMNT, aber geschrieben als 0815. When Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch this July. Nee, keine Ahnung. Alle, die da Bock drauf haben, ich hoffe, ihr habt Spaß damit, aber für mich war das wirklich so absolut gar nichts. Das hat man doch auch bei dem Triple-I-Ding erst angekündigt, ne? Dieses Cat Quest 3. Sorry, kann mir jemand mal die Story von Cat Quest 1 und 2 zusammenfassen? Ich habe die Lore davon noch nicht richtig im Kopf. Oh, hell yeah. Okay, können wir das nochmal gerade zeigen? Können wir gerade nochmal zurückgehen zu dem Charakterdesign vorhin? Vielleicht habe ich doch einen Grund gefunden, das zu spielen jetzt. Kann ich die auch spielen? Katze macht Dinge und Teil 2 Katze macht Dinge mit Hundpartner, danke.
I feel I'm up to speed now. Gibt's in den ersten beiden Teilen auch die Buff Lady? Ich meine, ich mag den Stil. Ich habe jetzt nichts gegen so ein isometrisches Ease-like, wenn man das so nennen kann. Ja, schaue ich mir gerne mal an. Ich weiß jetzt nicht, ob ich deswegen Lust habe, unbedingt die ersten beiden Teile mir anzusehen. Aber ich habe jetzt zumindest einen Grund, das Ding mal auszuprobieren. So, was die von Phuket Cup. I'm Jay, the Lucas Studio Art Director. And this is my amazing wife and artist, Ying. Hi. Der Affe da rechts. We are part of the creative team behind Stitch, a puzzle game about handmade embroidery. It is such a blast for us to merge our shared passion for art and craft into our game as we design a pattern called Hoops. Together, we have designed over 180 hoops for Nintendo Switch version, and there are so many more to come after the game has launched. Our patterns are a fusion of personal experience and the community's idea. The penguin mascot is a gamified avatar of our producer, Tanin. Some content category, like mystical creature, for example, wäre lustiger gewesen, wenn er hinter dem Sofa hervorgekommen wäre. We hope you will enjoy the game and happy stitching. Sawadee krab. Ich hoffe, man sieht jetzt auch was vor dem Spiel, weil ich habe keine Ahnung, was das ist oder sein soll. Here's the nitty-gritty on this cozy game. You'll complete puzzles called hoops to bring stunning embroidery patterns to life. Stitch together groups of cells according to the numbers on the grid while avoiding any overlaps. Figuring out exactly where to stitch is key to completing the hoop. Ist das ein Picross-like? From roller skates and teddy bears to real-life locations, there are all sorts of hoops for you to needle and noodle over. Hoops come in different sizes, so you can take a quick break with smaller hoops or unwind with bigger ones. Das muss ich spielen, um zu sehen, wie gut das als Puzzle-Game funktioniert. Which hoop you choose, each one has the potential to offer a relaxing and calming experience that you can also enjoy with touch controls in handheld mode. Dass es etwas zu easy ist. After completing a hoop, you can play it again in free-stitch mode and recolor it to your liking. If a hoop seems too tough, don't worry. A handy hint feature can be used at any time. You can also tailor your experience with various accessibility settings. Gibt's da wirklich nur dann immer diese jeweils eine Lösung? Try the limited time daily Shikaku puzzles. These ones don't offer any hints, so you really need to put your thinking cap on. Weekly hoops are also available. Each one is inspired by real life events and filled with trivia. What? So stitch away while learning. Boah, kann ich auch so, gibt's auch so Twin Towers dann? Plus, once a weekly hoop is unlocked, it's yours to play whenever you like. Oh, ich frage, was als nächstes kommt. Oh, it's an airplane. Stitch launches as a console exclusive on Nintendo Switch. Das Logo ist geil. Stell dir mal vor, das wäre ein DS-Spiel. Und dann kennst du es noch, dann wäre das der Stylus. Und dann hättest du so einen Stylus, der bei dem Spiel beiliegt, der aussieht wie so eine Stricknadel. Das wäre voll geil. Fassung. We've got time for one last announcement before we run out of steam. Take a look. Get ready to sail the spectacular seas in this long away. Alter, wie viele SteamWorld-Spiele gibt es eigentlich? The waters of the world have turned deadly, corroding the metal limbs and mechanical hearts of its. Sind die auch alle miteinander connected? Ist das wie Kingdom Hearts? Now, it's up to you to explore the great sea and discover why this once essential resource has become a nautical nightmare. Guide your ragtag crew of steambots in. Ich habe noch kein einziges SteamWorld Ding gespielt. Ich habe keines der Dick Spiele. Ich besitze die beide auf der Xbox. Habe ich nicht gespielt. SteamWorld Heist habe ich nicht gespielt. This time around, you can explore the world. Dieses Bildding, das habe ich auch installiert, aber auch noch nicht gespielt. Naval combat. Equip your submarine with a variety of weapons and items. Boah, ich habe schon die ganzen Zahlen gesehen, keine Lust mehr. You can even befriend Steambots along the way. Also mich, recruit them to your cause mich spricht and embark nichts daran on an epic voyage together.
As you get to know more bots, so weder die, das generelle Design noch die Animationen, aber wenn ich dann solche Bilder sehe, also solche Screens sehe, Menüs. Along with over 150 weapons, ja, utility ja, items and shipping ja, equipment pieces, you can strategically craft your crew to best fit the mission at hand. Your Steambots jobs and abilities depend on their equipped. Also ich habe immer sehr Gutes von den Steamworld Spielen allgemein gehört, aber hauptsächlich auch von Dick 1 und 2. Aber die sagen mir spielerisch auch mehr zu, das eher weniger jetzt. Take aim and blast bots to bits when Steamworld Heist 2 ricochets onto Nintendo Switch August 8th. That's all for today's Indie World. We hope you enjoyed the games of today's Six showcase. Six fans in shambles. A big thank you as always to our indie community and partners for bringing their experiences to the Nintendo Switch system. Follow our official Indie World account to stay up to date on the latest news from Indie World. Until next time, it's einfach alle so cry about it. No LL. 'm sorry, it's too funny. 6-Song-Fans gehen langsam das Copium aus, habe ich das Gefühl. Super. Oh, hervorragend. Ja, das war ganz nice, muss ich sagen. Ich habe auch nicht gemerkt, das waren jetzt 20, also das ging, die 20 Minuten, die sind sehr schnell verflogen, muss ich sagen. Das ist mega cool. Way to look cute. Dass du einfach die Leute auf die Fresse fallen lassen kannst. Das ist mega. Das finde ich super cool. Stirring up some mischief. Get ready to dig. Ich find's ein bisschen zu viel Blumen vom was den Stil betrifft, aber da habe ich definitiv Bock drauf. Also das scheint dann auch ein bisschen mehr so ein tatsächliche Adventure Vibes zu haben. Ich hoffe nur, dass es vielleicht auch spielerisch und vom Plattforming ein bisschen mehr was zu bieten hat, als es bei Stray der Fall war. So, ich find's ja irgendwie lustig, dass sie noch mal was mit der Yas Lizenz machen wollen. Da kam ja auch auf der Xbox 360 gab's ja ein gutes Spiel mit der Marke. Aber das gibt mir einfach vom Vibe und von dem visuellen Design solch extreme Mighty Number 9 Vibes, dass ich direkt jegliche Lust verliere. AKA Yar. Und ich meine, ich habe das neue Contra noch, ich meine, das neue Contra habe ich auch am Anfang, waren alle so, oh, Björn, was bist du da so negativ eingestellt? Und dann so, ja, das ist ein neues Contra von Way Forward. Was soll ich da schon erwarten? Ich hab's noch nicht, ich hatte die physische bestellt, die kommt ja irgendwie immer noch, aber von dem, was ich gehört habe, habe ich genau recht behalten. Und jetzt sehe ich hier wieder einen Action-Plattformer oder einen Action-Plattformer Metroidvania-Kram mit Stealth-Elementen. Und es kommt halt einfach echt darauf an, wer das bei denen macht. Weil es gibt gute Way-Forward-Spiele, aber die meisten von denen sind halt unfassbar fucking mit. Und ich weiß halt auch nicht mehr, wie viele Leute, weil die meisten guten Spiele bei Way-Forward sind entstanden, bevor ein paar Leute abgezogen sind, um Yacht Club Games zu gründen. Ne, die Entwickler von Shovel Knight. Und ich habe auch keine Ahnung, ob die einfach so mit die Besten abgezogen haben. Das sieht super cool, also das sieht halt vom Vibe auch her super geil aus. Aber ich habe, was jetzt dieses, oh, verändere deinen Charakter, das sind einfach so leere Begriffe, die du reinwerfen kannst. Das muss ich dann dementsprechend spielen. Keine Ahnung, ob das ist ein Titel, das kommt drauf an, was so drumherum erscheint. Wenn zu dem Zeitpunkt nicht viel draußen ist, dann schaue ich mir das gerne mal an. Aber es wäre in einem vollen Monat ein Spiel, was, glaube ich, als erstes sofort wegfallen würde. Das ist der beste Part gewesen. Ich glaube, sie haben einfach alle mit dem Hund vorher noch ein bisschen Bubatz geraucht. Aber das Spiel an sich, ich find's cute, aber ich bin da auch, glaube ich, nicht die Zielgruppe für. Weil was ich daran mag oder davon wollte, war tatsächlich ein interessanter spielerischer Aspekt. Das habe ich nicht bekommen. Und ich bin niemand, der jetzt so großartigen Spaß hat, irgendwelche Sticker zusammenzustellen. Wenn ich visuell was machen möchte, dann mache ich irgendwelche Shitposts in Photoshop. Das ist, ich meine, das Anton Blast, das war schon Ewigkeiten
angekündigt. Da freue ich mich auch mega drauf. Und alles, was ich hiervon gesehen habe, lässt das nur noch geiler aussehen. Also wirklich der ganze visuelle Stil, die Farbwahlen, die Animationen und dann eben auch noch, dass es noch mehr auf hohes Tempo ausgelegt ist. Ich bin da sehr drauf gespannt. Das sieht auch mega interessant aus. Kommt natürlich auch drauf an, wie das Plattforming genau funktioniert. Ego-Perspektive immer relativ ein bisschen schwer. Gerade wenn es um solche, sind ja an sich so Seilmechaniken. Müssen wir mal gucken. Aber auch der Stil, wie gesagt, die Farbwahl und die Filter davon finde ich mega interessant aus. Laser Eyes Day One. Fucking Day One Spiel für mich. Das sieht so Björncore aus. Schlimmstes Charakterdesign, was ich glaube ich jemals in einem Videospiel gesehen habe. Also das restliche Spiel sieht so schön aus, aber diese fucking Fresse ist, ich weiß nicht, das sieht aus wie das erste, was man vom Spiel gemacht hat und danach den ganzen Rest und man ist besser geworden und dann hat man vergessen, das nochmal anzupassen. Also ich weiß wirklich nicht, was da schiefgelaufen ist. Weil guck dir mal den Rest vom Spiel an. Das sieht aus, als hätte jemand so eine, okay, ich versuche Schwert und Schild gut aussehen zu lassen. Das ist das erste, woran ich gedacht habe, ist so, oh, das sieht aus wie dieses eine Gebiet von Schwert und Schild, nur in schön. Was hatten wir hier noch? Ja, das war Omega Boring. Cat Quest hatte... Was? Da. Ich habe zumindest einen Grund, mir das Spiel... Mama Mika! Oh no! Oh, Mama Mika, ich komme nicht drauf klar. Oh, hervorragend. Fucking love it. Und hier habe ich auch extremst Bock drauf. Ich habe tatsächlich diese... Wie heißen die? Shikaku? Rätsel, die habe ich tatsächlich noch nie gespielt, in keiner Form. Da bin ich sehr interessiert dran, ob das für mich so die gleiche, den gleichen Itch scratchen kann wie ein Picross. Und das visuelle Design davon ist hervorragend. Also das muss ich sagen, dieses Spiel sieht unfassbar stilsicher aus. Und dann auch noch das Logo am Ende. Alter, das ist ein 10 von 10 Logo. Also besser geht's eigentlich gar nicht mehr. Das ist wirklich so ein Spiel, wie es auf dem DS damals hätte erschienen werden können. Ja, und dann alles hier im Schnelldurchlauf. Das war ein ziemlich cooler Titel. Ja, und das SteamWorld heißt, das ist mir relativ egal. Aber dann gucken wir mal Nintendo Japan, was die noch rausgebracht haben. Dass sie selbst bei einer Indie Direct mehr Spiele zeigen, ne? Oh, die haben mehr von hier von dem Spiel. スーパーマーケット Voll geil, mega Bock drauf. Wie heißt das? Shim? 18.07. Package? Das kriegt in Japan, kriegt das eine physische? Weil das ist Download und das ist Package. Ich nehme mal an, das ist dann für physische. Oh! Ghost Trick 2, was ist da los? クロネコが現れた日か主人公の周りには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 主人公の周
Ja, komm hier, ich hab mir mal was Leichteres ausgepackt. Muss wahrscheinlich auch erst Leute in Reden setzen oder so ein Kack. Wait, das Exit 8? Das wundert mich, dass sie das bei uns noch nicht gezeigt haben, weil das war doch auch bei uns ein Mega-Erfolg. Sieht halt nur extremst scheiße aus in der Switch-Version. Holy fuck! Ja, nee, komm. Das wär so lustig, wenn die japanische Nintendo Direct Silk Song bekommen würde und der Rest der Welt nicht. Weißt du, ich bin so, oh, standardisierter 2D-Action-Plattformer und dann aber, oh, 2D-standardisierter Action-Plattformer mit einem coolen visuellen Stil. Hell yeah, baby! Ja, da bin ich sofort dabei. Warum wird sowas bei uns nicht gezeigt? Ne, hast du ein japanisches Hollow Knight? Shikusong! Das sieht richtig, richtig cool aus. Holy shit! Let's go! Physische Version, let's go! Let's fucking go! What is that? Das ist Steam Deck Heist 2. Das ist nur mit dem, das ist das japanische Coverart darüber. Oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Oh, was ist denn da los? Sackriss. Das sieht besser aus, aber boah, diese Oberweltkarte. Dance of Ice and Fire. Ist das das neue... Das neue Game of Thrones Buch? Machst du nicht mehr, außer eine Taste drücken? Ich dachte, du müsstest wenigstens für Rot und Blau... Ich hoffe, da gibt es einen Schwierigkeitsgrad, wo du zumindest für Rot und Blau abwechselnd drücken musst. Ich finde die Idee eigentlich ziemlich geil. Aber ich fänd's noch, wahrscheinlich ist es ein bisschen zu schwer, wenn du das direkt mit beiden... Vielleicht gibt's einen Modus, wo du wirklich so Rot und Blau ist auf A und B festgelegt. Musst du jedes Mal wieder von vorne anfangen? Das wird dann auf der Switch gespielt, damit du eben noch keine Latenz hast, ja. Okay, da hab ich Bock drauf. Das ist so ein Spiel, das ist nur für Kranke wie mich. Nein, nur Downloads! No! Oh fuck, das kommt auch im Mai? Benny! Wir kommen momentan fast gar nicht dazu, dieses Jahr des PCs umzusetzen, weil einfach zu viele interessante Horrortitel irgendwie veröffentlicht werden. So, wir haben jetzt im Mai hatten wir schon Crow Country und Hellblade 2 und jetzt kommt auch noch Laser Eyes raus. Ah.